Hallo ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Update zu Josies erstem Jahr. Und ja, ich habe heute wieder ein Thema mitgebracht und zwar die Veränderung des Körpers. Das ist eigentlich, habe ich überlegt, vielleicht doch eher ein Thema, was ins Wochenbett-Update gepasst hätte, aber ich habe dann ein bisschen nochmal darüber nachgedacht und ja, die Bandbreite der Veränderungen und auch wie lange es nachwirkt, diese Veränderung im Körper und diese Umstellung und das Zurückstellen, das dauert doch schon einiges länger als nur diese ersten 6 bis 8 Wochen Wochenbett. Und das ist auch oftmals so ein Trugschluss und so ein Gedanke, den viele Mamas haben oder auch die Hoffnung, dass, ja, wenn das Baby da ist oder wenn die ersten 6 bis 8 Wochen rum sind, dass dann wieder quasi alles so ist wie vorher körperlich. Und ja, da würde ich euch gleich gerne ein bisschen was zu erzählen. Kommen wir erst zur Josephine. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. Sie spielt da gerade mit den Jenga-Steinen von ihren großen Geschwistern. Sie wollte jetzt nicht auf meinen Arm, aber ja. Kinder haben ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Das wissen alle Mamis unter euch, die schon Kinder haben. Und da kann man dann auch nicht groß was machen. Und ich dachte mir, wenn ich die Wahl habe zwischen euch einen Vlog drehen oder nicht, dann drehe ich euch natürlich einen Vlog. Es kann auch natürlich daran liegen, dass sie jetzt gar nicht auf meinen Arm möchte, weil sie da unten auch gerade fleißig ausprobiert. Sie krabbelt nämlich tatsächlich schon so ein bisschen. Also nicht viel und es sieht auch noch so ein bisschen unkoordiniert aus. Ich gucke mal, ob ich das für euch einfangen kann mit der Kamera, weil meistens schießen mir die großen Geschwister dann immer so ein bisschen dazwischen. Aber ja, so 3, 4 Schritte, das schafft sie schon. Also sie ist jetzt schon relativ schnell wirklich auch wenn sie was sieht oder wenn sie mich sieht. Heute Morgen habe ich sie hier auf den Teppich gesetzt und war 2, 2,5 Meter von ihr weg. Und sie war ganz, ganz schnell bei mir und hat dann mit ihrer Hand auf meinen Fuß gehauen und wollte, dass ich sie hochhebe. Also ja, sie weiß jetzt wirklich, dass das ihr Fortbewegungsmittel Nummer 1 sein soll, das Krabbeln, und übt da auch sehr fleißig. Genau. Die Nächte sind nach wie vor nicht so schön. Gestern hatten wir einen sehr, sehr unruhigen Abend. Also da bin ich auch wieder hin und her gesprungen zwischen Familienbett und den Geschwistern. Beziehungsweise als die Geschwister dann geschlafen haben, war dort Ruhe. Aber die Josie wollte nicht so recht ohne mich schlafen. Und ich habe dann gesagt, gut, dann lege ich mich einfach dazu. Und es war auch gar nicht so schlecht, dass ich da schon so ein bisschen Schlaf quasi auch vorgeholt habe, weil wir dann heute Nacht bestimmt 3, 4 Mal wach waren. Man kann es nicht ändern, man muss es so annehmen. Es werden wohl nach wie vor die Zähne sein, sonst ist nämlich eigentlich alles in Ordnung mit ihr. Und ich hoffe, dass sie bald rauskommen. Also ich kann noch nichts fühlen. Sie lässt mich nicht so richtig gucken, kann ich auch verstehen. Also von daher lasse ich mich da einfach überraschen. Wir haben auch nächste Woche nochmal einen Termin beim Osteopathen. Diesmal für die Josephine. Und dann soll er einfach nochmal gucken. Sie dreht sich nämlich nach wie vor nur über eine Seite. Die andere Seite fällt ihr sehr, sehr schwer. Auch wenn ich sie quasi schon auf die Seite seitlich drehe und ihr das Bein so rüberpacke, dann lässt sie sich trotzdem lieber zurückfallen, als sich ganz zu drehen. Also ich denke, da kann der Osteopath noch mal so ein bisschen gucken, vielleicht das ein oder andere quasi wieder gerade rücken und eine eventuelle Blockade einfach lösen. Und ja, dann sollte das auch wieder in Ordnung sein. Genau, sonst gibt es von uns soweit nichts Neues. Samstag wird die Josephine tatsächlich schon ein halbes Jahr alt. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Und ja, das würde ich gerne dann im nächsten Vlog quasi nutzen und aufgreifen, weil man ja sagt, mit einem halben Jahr kann man mit Beikost starten. Dass ihr schon mal Bescheid wisst, nächste Woche wird es dann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen um das Thema Beikost gehen. Da werde ich auch ein bisschen was zu erzählen, was da so unsere Erfahrungen sind. Genau. Kommen wir aber jetzt erstmal zum heutigen Thema, bevor wir uns dem Thema von nächster Woche widmen. Das heutige Thema ist nämlich auch, wie ich finde, sehr, sehr spannend, und zwar die Veränderungen im weiblichen Körper. Und da geht es natürlich schon in der Schwangerschaft los.
die Hormone stellen sich um. Es ist ja nicht nur, dass die Gebärmutter wächst und dass der Bauch wächst. Das natürlich auch, das ist so die größte Veränderung. Aber auch natürlich die Brust passt sich der Veränderung an und das Becken. Also da passiert schon ganz, ganz viel im Körper und ja, das ist natürlich einiges, was da passiert, was der Körper umstellt und ja, ich würde euch gerne so ein bisschen erzählen, wie ist das dann nach der Geburt, was passiert da noch und ja, wie ist das einfach mit der Umstellung auch wieder zurück quasi in diesen Normalzustand, in den Zustand von vor der Schwangerschaft. Genau, vorab, es ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Man sagt wirklich, 9 Monate ist man schwanger und 9 Monate dauert es danach, auch bis der Körper sich wieder umgestellt hat. Ich würde aber sogar behaupten, dass es länger dauert und dass man sich da gar keinen Stress machen muss. Weil wenn man jetzt diese 9 Monate hat und wenn man sich denkt, okay, mein Baby ist jetzt 9 Monate alt, aber irgendwie ist das immer noch nicht so wie vorher, dann ist das vollkommen normal und vollkommen okay. Weil vor allen Dingen, wenn ihr euer Baby stillt, auch wenn ihr dann mit 9 Monaten höchstwahrscheinlich nicht mehr voll stillt, ist es aber so, dass der Körper natürlich weiterhin Hormone ausschüttet. Es bleibt weiblicher und das merkt man halt auch. Ne? Also es fällt schon ein bisschen schwerer, dann wieder abzunehmen, wenn man abnehmen möchte. Ne? Also so die ersten paar Wochen fällt es relativ leicht, wenn man wirklich dann auf seine Ernährung achtet, wenn man die Lust darauf hat, auf seine Ernährung zu achten. Und dann irgendwann, wenn der Körper sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann wird natürlich auch das quasi wieder ein bisschen mühseliger. Natürlich muss auch zum Beispiel diese ganzen Bänder und Sehnen im Becken, das muss alles erstmal wieder fest werden. Das dauert seine Zeit. Also für die, die schon ein Kind bekommen haben, die können sich vielleicht noch ganz vage daran erinnern oder vielleicht auch doch noch sehr gut, wie sich zum Beispiel der Beckenboden angefühlt hat, die ersten Tage nach der Geburt. Also wenn man irgendwie da versucht hat, den Beckenboden anzuspannen und da Muskulatur anzuspannen, das fühlt sich ganz, ganz komisch an, weil das alles so, so weich ist und weil der Körper das natürlich nicht auf Fingerschnipp und nicht von jetzt auf gleich ändern kann. Dann natürlich der Bauch, die Haut am Bauch, das dauert. Die Gebärmutter, die bildet sich sehr, sehr schnell wieder zurück. Die Organe, die legen auch ganz gut nach, die haben dann irgendwann wieder ihren Platz gefunden, aber dann ist natürlich immer noch die Bauchmuskulatur, die mittlere, die sich langsam wieder zurückzieht, auch das. Also ich weiß, dass es jetzt bei der dritten Schwangerschaft, also nach der dritten Geburt, ich glaube so 6-7 Wochen nach der Geburt, hatte ich ungefähr noch einen Fingerbreit zwischen den beiden Bauchmuskelseiten, quasi von links und rechts, zwischen den beiden Strängen. Das war schon ganz gut. Es können aber noch 2 Finger sein oder 2,5 oder vielleicht sogar 3. Und das braucht natürlich auch seine Zeit und das gibt natürlich auch diese Muskelkorsetts. Ne? Also wenn das nicht so ganz da ist und noch nicht wieder so ganz stark und straff ist, da fehlt natürlich auch Halt. Ne? Und wenn man jetzt mal irgendwie nicht aufpasst und da so ein bisschen blöd steht und die Muskulatur loslässt, ja, dann sieht es auch vielleicht wieder so aus, als wäre man im 3. oder 4. Monat schwanger. Das ist auch vollkommen normal. Ne? Da muss man dann halt für sich selber auch überlegen, also auf jeden Fall würde ich jedem von euch ganz, ganz doll ans Herz legen, einen Rückbildungskurs zu machen nach der Geburt, dass man dann auch die Übung kennt und auch im besten Falle weitermacht damit, dass man schaut, wie regelmäßig kann ich das einfach in meinen Alltag integrieren, dass man die Muskulatur weiter kräftigt und wieder aufbaut. Also bei vielen Frauen ist es eher so, dass es, doch relativ lange dauert, auch Muskulatur wieder aufzubauen und dass die sich aber auch leider relativ schnell wieder abbaut in der Schwangerschaft, wenn man dann nicht dranbleibt. Und dass man danach dann auch wieder natürlich dafür arbeiten muss, dass man wieder Muskulatur, vor allen Dingen im Bauch, aber auch im Rücken zum Beispiel, wieder aufbaut. Und dann ist da natürlich auch die Beckenbodenmuskulatur
wo man ja auch für arbeiten muss. Also es muss nicht so extrem sein, dass jedes Mal, wenn man hustet oder niest, dass die Unterhose nass wird, aber schon, dass man das irgendwie merkt, oh, jetzt muss ich den Beckenboden aber schon ein bisschen mehr anspannen, weil sonst merke ich, ne, dann könnte doch irgendwie was in meiner Unterhose landen. Ne? Also dass man da auch ja einfach da auch wirklich dran arbeiten muss. Ne? Das passiert nicht von alleine. Das ist genauso wie man, wenn man eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abschließt, ist man nicht automatisch fit und hat auch nicht automatisch Muskulatur. Und so ist es natürlich auch nach der Geburt. Der Körper schafft und macht sehr, sehr viel alleine, aber natürlich nicht zu 100%. Sagen wir vielleicht so 30, 40, aber den Rest muss man schon selber aktiv beisteuern. Was von alleine passiert, ist die Haut am Bauch. Möchtest du doch mit ins Bild? Die Haut am Bauch. Das ist natürlich was, die Haut an sich muss der Körper alleine wieder zurückziehen und straffen. Genauso wie wenn man abnimmt. Ne? Wenn man schnell abnimmt, dann kann es auch manchmal sein, dass die Haut nicht so schnell hinterherkommt. Nach der Schwangerschaft ist es ungefähr dasselbe, aber auch hier kann man den Körper natürlich unterstützen, indem man regelmäßig Sport macht, indem man die Bauchmuskulatur trainiert, indem man guckt, dass man die Rectus Diastase wieder schließt. Und natürlich auch, indem man so ein bisschen auf die Ernährung achtet. Weil wenn man jetzt vielleicht im schlechtesten Fall noch ein bisschen mehr Bauchspeck und Bauchfett dort ansammelt, dann ist das nicht ganz so einfach für den Körper. Dann kann es natürlich auch sein, dass man Schwangerschaftsstreifen hat. Habe ich auch. Weil die Haut sich manchmal, wenn der Bauch so einen Schub macht, dann reißt die einfach ein bisschen und dann bilden sich Narben. Das ist vollkommen okay. Ich würde behaupten, Bauch eincremen bringt nichts. Ich habe es gemacht in der ersten Schwangerschaft und es hat nichts gebracht bei mir persönlich. Ich habe das auch sehr regelmäßig gemacht und ja, habe, wie gesagt, einige Schwangerschaftsstreifen davongetragen. Ist jetzt gar nicht so wild. Also man sieht die sehr stark in jeder Schwangerschaft wieder, dann werden die wieder dunkelrot. Es sind aber keine weiteren hinzugekommen in der zweiten oder dritten Schwangerschaft. Vom Umfang her war es auch immer ungefähr dasselbe. Und ja, auch das würde ich jetzt mal behaupten, kann man sehr schwer verhindern. Das gleiche ist mit dem Gewebe in der Brust. Wir haben natürlich einen Brustmuskel, den man trainieren kann, dann auch nach der Geburt wieder, wenn man das gerne möchte, im Fitnessstudio oder alleine, ne, mit, von mir aus auch mit Flaschen in der Hand, mit 1,5 Liter, dann kann man den Brustmuskel trainieren, aber das Gewebe und die Brust, das ist das, was sich natürlich schon in der Schwangerschaft aufs Stillen einstellt. Und ja, das ist auch oft so ein Mythos, zum Beispiel, dass wenn man nicht stillt, dass die Brust dann nicht weicher wird und dass sie dann nach der Schwangerschaft nicht deutlich tiefer hängt als vor der Schwangerschaft. Und das stimmt so nicht, weil die Brust stellt sich schon in der Schwangerschaft aufs Stillen ein, bei jeder Frau. Und dementsprechend wird sie schon weich und es werden Hormone produziert, die auf Stillen vorbereiten. Das heißt, auch wenn man überhaupt gar nicht stillt oder ein paar Tage nach der Geburt abstillen würde, man würde trotzdem, im Vorher-Nachher-Bild würde man sehen, dass es deutlich sich absenkt. Ja, und auch das ist was, alles hat seine Vor- und Nachteile. Also man weiß vieles ja schon, wenn man schwanger wird. Manches weiß man nicht, aber in dem Fall ist es ja wirklich so, der Wunsch nach einem Kind ist größer als das Wissen, okay, mein Bauch wird dick, er könnte einreißen, ich könnte Schwangerschaftsstreifen bekommen. Das wissen, glaube ich, so die meisten Frauen, auch dass man einiges an Gewicht zulegt. Bei manchen ist es ein bisschen mehr, bei manchen ist es ein bisschen weniger, aber der Körper verändert sich definitiv und der Körper braucht auch definitiv mehr als 6 bis 8 Wochen, um das Ganze wieder zurückzubilden. Aber bei mir war es nach jeder Schwangerschaft so, dass ich gemerkt habe, wenn ich den Körper da auch aktiv so ein bisschen unterstütze, das, was er schon von alleine tut und wiederherstellen möchte, wenn ich ihn da unterstütze mit einem kleinen bisschen Sport und Bewegung und mit guter, gesunder Ernährung, also sprich nicht zu viele Süßigkeiten,
ich würde jetzt nicht mal behaupten, nicht zu viele Kohlenhydrate. Es sollte halt einfach ausgeglichen sein. Und wenn man da schaut, dass man, dass man da eine gute Balance findet, dann kann man den Körper da sehr, sehr gut unterstützen. Und dann geht auch vieles wieder sehr nah an den Ursprungszustand zurück. Und selbst wenn, das Wichtige ist halt wirklich, dass der Beckenboden wieder fest ist, dass man schaut, dass man die Rektusdiastase wieder schließt, damit einfach der komplette Oberkörper wieder Halt hat. Und das sind so die wichtigen Sachen. Wenn man Schwangerschaftsstreifen hat, man kann das nicht ändern. Die sind auch, finde ich, überhaupt gar nicht hässlich. Die zeigen halt einfach, dass man schwanger war und dass man ein Kind bekommen hat. Es gibt natürlich Models, die sehen aus, als wären sie noch nie schwanger gewesen und alles tippitoppi, aber ich finde, das sollte man sich nicht als Vorbild nehmen, sondern man sollte einfach wirklich, wirklich stolz darauf sein, was der Körper einfach da für einen getan hat. Und wenn man den Körper einfach bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen da so ein bisschen unterstützt, dann funktioniert das auch alles super und dann geht es auch in angemessener Schnelligkeit wieder dahin zurück, dass man sich wieder fit fühlt, dass man auch keine Rückenschmerzen mehr hat, wenn man sie vielleicht in der Schwangerschaft hatte, dass man sich auch wieder stärker fühlt und dass man weiß, mein Beckenboden ist zuverlässig und dass sich dann irgendwann alles wieder so anfühlt wie vor der Schwangerschaft. Außer, dass es keine Garantie dafür natürlich gibt, dass das nur 9 Monate dauert. Also da ist jeder individuell, jede Mama individuell und jeder Körper. Und man sollte dem Körper auf jeden Fall auch die Zeit dazu geben. Und was natürlich auch sein kann, dass man auch wirklich so ein bisschen Zeit braucht, um sich einfach auch daran zu gewöhnen, dass jetzt bestimmte Dinge anders sind. Und ich finde, auch da sollte man sich die Zeit geben. Man sollte gnädig mit sich sein. Man sollte nicht zu hart mit sich selber sein. Oft sind wir selber ja diejenigen, die am meisten an sich rummäkeln und gucken und schauen. Und anderen Leuten fällt das gar nicht auf. Und das finde ich da, sollte man einfach gucken, dass man da nicht so genau hinschaut, beziehungsweise, dass man einfach schaut und sich damit anfreundet, was man da wirklich sieht. Genau, weil, wenn wir das akzeptieren, dann sind wir auch viel zufriedener mit uns, fühlen uns wohler und strahlen das natürlich auch nach außen aus. Ja, wenn ihr noch gerne Erfahrungen teilen möchtet zum Thema der Körper nach der Schwangerschaft, wenn ihr vielleicht noch bestimmte Fragen habt, was euch da noch beschäftigt mit der Umstellung des Körpers oder der Hormone, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr eventuell irgendwelche Fragen auch habt zum Thema Beikost, Beikoststart, breifrei, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und dann kann ich das nächste Woche im Vlog für euch direkt beantworten. Genau. So viel von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr das Video gerne hier unten liken und auch den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Eure Marie. Ja, das kannst du aber bitte nicht abmachen. Das brauche ich, ne? Das ist mein Mikro. Hallo. Hallo.